Velkommen til Museum Sønderjylland. Velkommen bei Museum Sønderjylland, der Mühle in Højer. Wir befinden uns in einer alten Windmühle aus dem Jahre 1857, die seit Ende der 90er Jahre Museum ist. Das Museum fokussiert auf zwei Themen. Einerseits die Geschichte der Mühle und andererseits in diesem Zusammenhang insbesondere unsere Ausstellung über die Marsch. In unserer Ausstellung steht die Eindeichung im Mittelpunkt. Die Marsch in Tondern ist das Gebiet in Dänemark, wo am längsten Eindeichung stattgefunden hat. Und deshalb beginnt unsere Geschichte Mitte des 16. Jahrhunderts. Außerdem fokussieren wir auf die große Entwässerung der Tondernmarsch um 1930, die auch in hohem Maße zu einer Veränderung der hiesigen Lebensbedingungen beigetragen hat, insbesondere bezüglich der Infrastruktur. Wodurch hat man sich ernährt? Welche Bedeutung hat es für den Handel mit Tondern gehabt? Weil unsere Erzählung unlösbar mit der Landschaft zusammenhängt, in der wir uns befinden, ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit den Gruppen die Landschaft besuchen. Wir beginnen mit einer Einführung hier in unserer Ausstellung und anschließend machen wir einen Ausflug in die Marsch und schauen uns die beiden Schleusen, die Heuerschleuse und die Widerschleuse an. Wir gehen auch aufs Watt. Wir schauen uns die Sturmflutsäulen an, auf denen die verschiedenen Wasserstände während der Sturmfluten angegeben sind. Wir geben unseren Besuchern ein Verständnis dafür, wie die Menschen in der Lage waren, die hiesige Landschaft zu verändern. Das Spezielle an der dänischen Wattenmeerküste ist die Eindeichung, die seit etwa Mitte des 16. Jahrhunderts stattfindet. Dadurch ist die Landschaft hier im Süden anders als weiter oben an der dänischen Wattenmeerküste und das Wattenmeer reicht hier fast ganz nach der Stadt Tondern, die heute 15 Kilometer von der Küste liegt. Bei unseren Ausflügen in die Landschaft nehmen wir gern unsere Besucher mit zu diesem alten Marschhof, dem Kærsgaard, aus dem Jahre 1757, den Sie hinter mir sehen. Der Kærsgaard liegt etwas höher auf der Geest und das kleine Haus hinter mir ist aus dem Jahre 1759 und wird das Austernhaus genannt. Es heißt so, weil vor der Errichtung des Deiches im Jahre 1861 ein Priel am Haus vorbeiführte und man konnte hier die Austern landen, die man im Wattenmeer gefangen hatte. Sie wurden dann in diesem Austernhaus aufbewahrt. Wir befinden uns hier an der Schleuse von Højer aus dem Jahre 1861 und an dem im selben Jahr erbauten Deich, der bis 1980 der äußerste Seedeich war. Im Jahre 1976 gab es eine starke Sturmflut und 20.000 Menschen mussten von der Tondernmarsch evakuiert werden. Deshalb wurde ein neuer Deich einen Kilometer weiter draußen gebaut, wodurch der Margaretenkog entstand. Allein innerhalb der letzten 40 Jahre hat sich die Landschaft hier bei Højer stark verändert. Und diese Landschaft wollen wir unseren Besuchern gern zeigen.